Hi Leute, Forti hier. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ein Anfänger wie ich Fortnite startet. Ich habe tatsächlich auch schon eine ganze Stunde gespielt, glaube ich. Zumindest insgesamt vielleicht auch zwei, keine Ahnung. Es hält sich also in Grenzen. Also meine Fortnite-Erfahrung. Das wird spannend, auf jeden Fall. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Battle Royale-Spielen. Und manche sind halt so, dass man durchaus auch als kompletter Anfänger eine Chance hat, einfach mal irgendwie Spaß zu haben. Ich weiß nicht, ob Fortnite auch dazu gehört, weil es gibt halt so viele. Es gibt halt so viele Elemente hier in dem Spiel. Und es ist auch schwierig, als kompletter Anfänger, aber ich habe jetzt schon einen Frag, als kompletter Anfänger irgendwie zu raffen, mit diesen ganzen Elementen umzugehen. Da oben gibt es ja schon jemanden, der mit dem Flugzeug hier rumfliegt. Es gibt halt sehr viele Leute, die sind sehr erfahren in dem Spiel. Haben entsprechend auch schon Movement-Verständnis und Aim und so weiter und Bauverständnis und tralala. So. Ich weiß nicht genau, ob man hier wirklich alle möglichen Waffen einsammeln muss. Ich glaube nämlich nicht. Jagdgewehr. Ich glaube, ich brauche das nicht, oder? Zumal ich auch kaum Munition dazu habe, dafür. So, man muss jetzt natürlich auch ein bisschen Ressourcen bauen, abbauen. Ist das ein Sniper, Alter? Nee, es ist keine Sniper, es ist ein Pumpgun. Was ist das? Also, es ist auch keine Salvensturmgewehr und das ist auch Salvensturmgewehr. Also, ich brauche nicht unbedingt so viele gleiche Waffen oder so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich eigentlich versuchen, mich zu heilen und ich habe hier irgendwie noch keinerlei. Das ist zumindest was, womit ich meine Rüstung auffüllen kann. Da sind Verbände, yay. Sechs. Es gibt ja natürlich, oder es ist sinnvoll, diese ganzen Sachen, diese ganzen mittlere Patronen. Ach, keine Ahnung, brauche ich sie? Ja, brauche ich. Es gibt zumindest die Möglichkeit halt, diese ganzen Buttons auch so zu belegen, zum Beispiel, was ich auf Q, E, tralala und so, auf die Tasten, die man sonst vielleicht nicht so unbedingt braucht. Macht ja auch Sinn. Allerdings bin ich halt hier noch nicht dazu gekommen und ich muss ja auch erstmal auch wissen, was lohnt sich denn wirklich oder was brauche ich denn oder was kann man eigentlich machen? Sinnvollerweise. So verdächtig ruhig hier. Und ja, keine Ahnung, ne? Ich habe einen ganzen Frag schon gemacht. Das ist unfassbar gut für mich, denn viele Runden laufen komplett anders. Ich starte und werde irgendwie nach einer Minute von drei Leuten gleichzeitig gesandwiched. Okay. Was ist das? Ich dachte, da kommt gleich irgendwie eine Rakete angeflogen und ich bin down. Also ich glaube, diese Waffe, die ich auf 4 habe, ich glaube, die brauche ich nicht, oder? Alter, diese Geräusche, die machen einen ein bisschen kirre. Was ist das? Schadensfalle. Keine Ahnung, brauche ich mal die F5? Was kann ich damit machen? Keine Ahnung, könnt ihr mir vielleicht schreiben, was ich damit machen muss. So, weg. Okay, jetzt muss ich mich hier bewegen. In die falsche Richtung. So, gucken wir mal, wie schnell wir hier laufen können und gleichzeitig versuchen zu überleben.
Ressourcen habe ich jetzt auch noch irgendwie viel zu wenige. Vielleicht mal unterwegs ein paar Bäume anhauen oder so. Man braucht ja irgendwie, was ich, 100, 200 Holz, theoretisch. Das hatte ich irgendwann mal in so einem Tutorial gesehen. Ob ich die wirklich einsetzen kann, ist halt eine andere Frage. Denn ich bin halt ein richtiger Bob. Ich bin auch viel zu langsam. Also eigentlich, für mich als Anfänger geht es nur darum, kriege ich irgendwie den Kill oder nicht. Quatsch. Schnell hier den Mist rausziehen und stattdessen die andere Waffe einsacken. Gibt es hier irgendwas zum Healen? Ballons, toll. Nee. Da wird schon geballert. So. Gleich kommt hier die Zone und ich muss hier schnell irgendwie mich verziehen. Ihr könnt mir natürlich schreiben, also grundsätzlich habe ich natürlich schon Interesse, auch das Spiel zwischendurch mal anzuzocken, also weiter ein bisschen auszuprobieren, vielleicht das eine oder andere auch zu lernen, so ein bisschen mich damit zu befassen, aber allerdings halt nicht irgendwie tryharden, sondern einfach nur zum Fun. Und ihr könnt halt schreiben, ob ihr Bock habt, Videos von einem Noob wie mir halt zu sehen. Hier ist schon gelootet. Zwanzig Leute noch. Ist das ein Motorrad? Ich krieg Angst. Hilfe. Schnell abhauen. Ich muss schon weiter. Ja, worüber sollen wir uns unterhalten? Ich bin halt schon gewissermaßen erstaunt, dass das Spiel wirklich so krass gehypt wird. Also es ist sicherlich ein nettes Spiel und Epic Games macht auch wirklich eine Menge. Also ich glaube, die verdienen auch nicht schlecht damit, dafür, dass das Spiel ja wirklich Free-to-Play ist. Zumindest hier dieses Battle Royale. Ich glaube, viele hypen das so krass, dass es auch wirklich viele Leute gibt, die halt für irgendwelche Skins und so weiter Geld bezahlen. Ne? Also mich würde es interessieren, wenn ihr das spielt hier, Fortnite, wie viel Geld gebt ihr dafür aus? Und es gibt ja auch so Season-Pässe. Lohnt sich das? Bringt das was? Und was bringt das? Und warum kauft ihr euch das? Also falls ihr euch das kauft. Alter, ich muss an den Arsch der Welt. Es gibt natürlich so unterschiedliche Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Also auch so irgendwelche Flugzeuge oder irgendwelche Mopeds. Aber ich denke mal, das wird eh gleich kein Thema mehr sein, wenn ich tot bin. Yay. Noch 18 Leute. Ja, ich weiß nicht. Oh. Er schießt nicht auf mich. Jetzt muss ich hier schnell weiter eigentlich. Da ist ein Moped.
Ah. Kann ich das nicht besteigen hier? Ja. Passagier, WTF. Fahren, so. Palapalapala. So, auf geht's. Man will ja nicht unbedingt so aufmerksam auf sich aufmerksam machen. Aber ich, wie gesagt, 12 Leute nur noch. Oh, da gibt's. Das meine ich halt. Also andere Spieler, die müssen irgendwie one-hitten und dann war's das halt. Ne? Also das finde ich schon krass, wie viel. Ich habe, also der war natürlich voll geheilt. Aber ich finde das schon krass, wie andere Spieler halt aimen in diesem Spiel und schießen. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt schießen müssen. Der hatte, glaube ich, einfach auch eine stärkere Waffe hier. Er kennt sich halt aus, wo der hinrennen muss, um was zu sammeln. Oder ist das sowieso irgendwie der ganze Loot random? Ich glaube nämlich nicht. Also zumindest nicht hundertprozentig. Von daher war das schon, halt schon so ein bisschen absehbar, dass ich nicht allzu weit komme. Und allein schon an den Skins und so weiter sieht man, dass der Typ hier halt, oder dass die meisten hier in diesem Spiel ja wirklich extrem viel Zeit investieren, ne? Also und dann halt ist das halt schwierig. Ich hatte angefangen zu schießen und da war er direkt schon dabei zu bauen, um sich natürlich zu verteidigen. Na jedenfalls, ja siehst du, alles, was er irgendwie an Equipment hat, hat er irgendwie gebindet wahrscheinlich oder so, ist alles. Wir gucken mal zu. Es sind nur noch ein paar Leute. Der hat jetzt 5 Fracks gemacht, der Typ. Mal gucken, vielleicht gewinnt er ja. Ich finde das schon krass. Vielleicht stelle ich mir das momentan wirklich nur so anstrengend vor oder kompliziert. Also man muss ja im Prinzip versuchen zu überleben. Andere Gegner kaputt schießen. Aus den Zonen rauslaufen, sich equippen. Und dann auch das ganze Zeug hier bauen. Guckt euch das mal an. Ihr springt einfach irgendwie hoch. Was war das? Irgend so ein. Alter, das ist, finde ich schon krass. Ihr könnt mir ja schreiben, ob das wirklich so kompliziert ist. Und ja, vielleicht bilde ich mir das ja nur so ein, aber es ist schon krass, wenn man sich das anguckt, was der so treibt. Er hat über 100 Schuss. Und hittet den auch gleichzeitig. Der hat jetzt kaum HP eigentlich. Deswegen geht er wahrscheinlich rein oder so, weil. Aber er hatte den gekillt, lol. Den habe ich gar nicht mitbekommen beim Quatschen. Der hat ihn doch gekillt. Keine Ahnung. Der Typ ist echt crazy. Ich glaube, bis man so gut ist, keine Ahnung, braucht man bestimmt erstmal Monate. Oder man ist jemand, der extrem begabt ist oder so und kann das vielleicht innerhalb von ein paar Stunden drauf. Also ich finde das krass. Der fliegt da mit seinem Ding durch die Gegend, lootet mal kurz den Airdrop, holt sich da irgend so eine Minigun oder eine Standgun. Der muss sich halt jetzt auch ein bisschen heilen, ne? Er hat 19 HP, okay, das wird jetzt regeneriert. Ein bisschen Rüstung hat er noch. Also wie lange spielt der Typ wohl? Vielleicht ist das wirklich einfach nur, ich meine, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass das, also Fortnite wird ja hauptsächlich von irgendwelchen Jugendlichen gespielt. Vielleicht erfordert das einfach
so viele Gehirn oder Hirnaktivitäten parallel, bla bla bla, so, ne? Bauen, schießen, trinken, springen, fliegen, keine Ahnung, dass das einfach für ältere Spieler einfach völlig ungeeignet ist. Keine Ahnung, ne? Also ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus, was er macht. Also an sich sieht das ja das Spiel ja echt cool aus. Also, aber ich meine, ich als Anfänger habe einfach echt Probleme, so ein bisschen einzusteigen. Ne? Klar, also es ist bei jedem Spiel, braucht man einfach ein bisschen Zeit, um da reinzukommen, um Verständnis dafür zu entwickeln, was muss man machen, was kann man machen, was sollte man machen und was man oder was sollte man eher nicht machen. Das ist schon abgefahren. So, jetzt noch vier Gegner insgesamt. Also ich weiß nicht, wie lange das hier noch dauert, aber allzu lange eigentlich nicht, weil die Map ist schon mini klein. Der läuft hier durch die Gegend, sammelt immer noch ein paar Ressourcen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele er noch hat. Oder weiß ich das irgendwo? Was ist das für ein abgefahrenes? Oh ja, wird beschossen. Und zack, sofort hat er schon seine Verteidigung hier aufgebaut. Das ist krass. Also ich finde das abgefahren. Ich glaube, ich müsste erstmal gucken, von wo werde ich überhaupt beschossen. Also ich glaube, der wird gleich gewinnen, ohne Witz. Der hat hier sechs Frags schon gemacht. Und der kennt sich echt gut aus. Oh, er wird jetzt von hinten beschossen, oder? Er hat Munition ohne Ende eigentlich hier. 400 Schuss oder hier 678 Schuss. Er sammelt noch weiter. Rüstung. Die kann er aber nicht verwenden. Ein bisschen hier Dynamit hat er wieder fallen lassen, glaube ich, ne? Alter, das ist krass. Absolut abgefahren. Guckt euch das mal an, Alter. Da komme ich nicht drauf klar. Ist das normal? Ist das je spielt jeder so? Sechs. Alter, Quatsch, vier Spieler immer noch. Die Zone wird gleich kleiner. Boom. Komm, Junge, du schaffst das. Ich will dann sagen können, der Typ, der mich gekillt hat, hatte auch die ganze Runde gekillt, beziehungsweise alle anderen auch gekillt. Der war halt einfach der Beste. Oh. Das war richtig Damage. Bam. Das Spiel hat sich natürlich auch extrem entwickelt in den letzten Monaten und seit Beginn an. Also am Anfang gab es ja alles gar nicht so in dem Umfang. Noch ein paar Ressourcen hier. Immer noch vier Spieler. Aber die Zeit wird knapp, beziehungsweise der Bereich, der Spielbereich wird extrem knapp. Ja, klickt einfach. Klatsch, klatsch, klatsch. Finde ich absolut abgefahren. Bam, Headshot oder so. Kritischer Treffer. Hat jetzt sieben, also noch einen Spieler gekillt, ne? Sieben Spieler gekillt. Er hat bestimmt keine Hobbys, der Typ hier, ey. Bam. Komm, Junge, du schaffst das. Oh, Alter, was war das denn für eine Granate? Richtig Damage gekriegt, der Typ. Ja, er denkt natürlich an alles. Die ganze Rüstung hier wieder schlucken. Bam, bam, bam. Den hat er nicht gekillt, aber viel Damage schon gemacht. Ein bisschen dancen kann er auch zwischendurch. Krasser Typ. Also, das ist bestimmt kein Fortnite-Opa hier, Alter. Ja, das ist cool, ja. Das hatte ich auch schon einmal. Diesen Riss, oder was war das?
Du wirst halt irgendwie ganz nach oben gebeamt und von da fliegst du dann runter. Oh, Alter, der ist bestimmt tot. Alter, hat der einen Luck. Nur noch die letzten beiden Spieler. Mit 32 HP. Alter Schwede. Der baut da trotzdem sich irgendwie hier im Bunker. Er hat gewonnen. Alter Verwalter. Der hat noch gewonnen. Mit 8 Frags. Naja, Daumen nach oben für dieses abgefahrene Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dann.